Lieben, hier ist wieder eure Sarah. Ich möchte euch heute ein paar Govaho-Videos zeigen oder Angriffe zeigen. Ich hatte beim letzten Mal ja relativ viel über Goho gesprochen und weiß ich wollte eigentlich auch ein bisschen zeigen, wie man so welche Goho-Base machen kann. Was ist am Ende dabei herausgekommen? Ich mach das mal. Ich habe in unserem letzten Krieg mit Goho ordentlich verkackt. Mich da doch schon einiges überschätzt. Wir gucken uns den Kampf mal an. Das ist eine Base. So ganz einfach ist die vielleicht nicht, weil am Ende gibt es hier Bomben, hier Bomben, hier Bomben, hier Bomben. Aber wenn man hier reingeht, dann geht ein Golem vielleicht hier lang, dann sind die Teile weg. Dann muss man drei, vier Hocks hier oben reinsetzen, dann sind die Teile weg. Und eigentlich hätte ich gedacht, dann geht das. Naja, was ist bei rausgekommen? Ich habe es nicht hinbekommen. Ich weiß noch nicht mal so richtig, woran es lag. Die Golems sind nicht wirklich reingegangen, sondern sind nach unten weggedriftet. Das mussten sie aber eigentlich auch wegen den Bomben, die unten waren. Aber ich hatte mir eigentlich irgendwie mehr erhofft. Wir gucken uns das Ganze mal an. Den groben Plan habe ich ja euch erzählt. Ich wusste hier, dass der zweite Angriff, dass Lava in der CB ist. Deswegen schnell zwei Bogies hin, Lava weg. Hier war das Problem, die Bogies sind auseinandergelaufen. Damit gehen die Heiler da nicht drauf. Also zweiten Bogie gesetzt, nochmal auf den einen und den Heiler drauf gesetzt. Jo. Soweit der Plan, soweit so gut. Und jetzt, ja, zwei Golems gesetzt, wie ich eben schon gesagt hatte. Magier ein paar dahinter. Ich hatte hier nicht so viele Magier dabei, deswegen war ich da ein bisschen knauserig. Vielleicht war auch das das Problem. Ich weiß es nicht. Die Golems gehen rein, die Helden gehen rein. Eigentlich hätte ich zu diesem Zeitpunkt noch gesagt, läuft alles in Ordnung. Aber. Jetzt noch ein Sprung, damit ein bisschen was in die Mitte und nach unten vielleicht noch weitergeht. Der King geht jetzt in die Mitte, die Queen ist da und ich dachte, läuft alles. Jetzt kommen die Hogs rein. Die Base steht sehr dicht beisammen, deswegen habe ich die Hogs bis auf die vier oben alle beieinander gesetzt. Hier kommt jetzt, glaube ich, genau ein Heil und mir gehen hier Hogs drauf. Die sterben, die hier oben sterben und damit sind wahrscheinlich irgendwie 6, 7, 8 Hogs draufgegangen. Ich glaube, das ist ein Problem. Man sieht jetzt auch, dass die Skelette rauskommen. Meine Giftzauber waren nicht so ordentlich. Hier sind die beiden Doppelbomben hochgegangen. Ich habe noch Hogs eigentlich, aber naja, die Skelette werden durch die Giftzauber, allerdings muss ich beide einsetzen, ein bisschen abgeschwächt. Durch die Giftzauber kann ich den King nicht mehr ordentlich giften. Das heißt, der geht natürlich ein bisschen auf meine Hogs drauf. Eigentlich habe ich aber noch ein paar und es reicht sehr knapp in diesem Fall, um die Deaths wegzubekommen. Die Queen läuft außen rum, geht. Vielleicht hätte sie ein bisschen die Mitte ablenken können, dann hätte ich vielleicht mehr Hogs übrig gehabt am Ende. Aber wer weiß, wofür es gut ist. Unten rechts oder rechts am Rand bekommen meine Bogies es hin, in diesem Fall diesen Lava zu töten. Ich vermute, weil es jetzt drei sind einfach, dass das ein bisschen zu viel war. So, jetzt gehen die ganzen Welpen natürlich auf die Heilerin. Zum Glück habe ich da die Magier, die relativ schnell eingreifen. Da ist der eine Magier hin, der zweite rettet es aber der King lebt noch und der King ist bei vollem Leben und meine Zeit geht zu Ende. Der Kampf war mit 3 Minuten auch am Ende. Es hätte auch nicht geholfen, wenn jetzt mehr überlebt hätte. Man sieht jetzt gleich, dass alles eigentlich zusammenkommt und der King jetzt den Rest einfach kaputt macht. Das war also der Angriff. Keine 3 Sterne, auch wenn ich gesagt hätte, die Base schafft man doch. Naja, man muss auch manchmal auf den Boden der Tatsachen vielleicht zurückkommen. Sonst muss ich nämlich sagen, ich bin ein großer Fan geworden von Govaho.
Und von Walks allgemein. Das hier ist jetzt mal ein Walk-Angriff, den ich gemacht habe. Ich war mir irgendwie nicht sicher, was ich auf diese Base eigentlich machen will. Dann habe ich ein bisschen nachgeguckt, habe gesehen, wir haben hier 8 Platz von dieser Mauer zu dieser und von dieser zu dieser. Das heißt, wenn ich hier genau in die Mitte ein Erdbeben reinwerfe, geht die ganze Mitte wunderschön auf. Und das war deswegen hier der Plan. Einfach mal stupide drauf. Die Base war natürlich relativ einfach. Keine Max-Base von der Death her. 7er Queen ist auch nicht hoch. Aber naja, ich wollte es probieren. Und ich dachte mir, ich brauche denn hier ein bisschen Mauerbrecher. Ich hatte ein paar dabei. Und habe es einfach mal probiert. Wenn man keine andere Idee hat, dann muss halt auch mal sowas her. Und das hat in diesem Fall ziemlich gut geklappt. Die Walküren kommen jetzt mit rein. Der Lava aus der CB ist schon hinüber. Ich habe die Walküren jetzt in die Mitte. Die bekommen Wut ab, machen da relativ viel Schaden. Townhall ist schon weg. Es läuft einfach irrsinnig schnell an dieser Stelle. Denn noch Heilzauber, damit die Walküren ein bisschen länger überleben. Weil jetzt einiges an Death auf sie schießt, während sie an den Mauern sind. Genau, das war der Plan, der hat ganz gut geklappt. Und man sieht ja, die Walküren schaffen einfach ordentlich was weg an Death. Meine Helden sind noch da, ich habe noch 2 Golems, die quasi beide noch nicht geplatzt sind. Das heißt, der einzige verbleibende Bogiturm wird jetzt da drauf gehen. Und das ist natürlich ein leichter Overkill auf eine einfache Base, aber ist auch mal wieder schön, sowas zu haben. So, das war der Kampf. Jetzt würde ich euch gerne zeigen, wie es in diesem CW aussah, der jetzt gerade geendet ist. Und ich habe den Gegner gesehen und ich habe mir die Basen unten angeguckt. Die erste Base, die ich mir angeguckt habe, war diese. Das ist schon in meiner Meinung nach fast Anti-3. Doppelbombe, Doppelbombe. Hier irgendwie was frei, hier irgendwie was frei, hier was frei, hier ein bisschen Platz. Es ist vielleicht keine ganz reine Anti-3er, aber sie liegt mir schon nicht. Die Luftabwehren. Auf der anderen Seite, ich mache mal eine andere Farbe. Die Luftabwehren sind auch nicht so, dass ich mit dem Queen Walk rankomme. Dafür sind sie eigentlich auch zu gut gesetzt. Man hätte hier vielleicht irgendwie rumgehen können und dann hier rein, dann hätte man vielleicht welche bekommen, aber wir haben halt auch nicht mehr so die Zeit. Deswegen, ich wusste nicht viel mit der Base anzufangen am Anfang. Und dann habe ich mir gedacht, wir probieren einfach mal Go Wahoo aus. Kein anderer Angriff vorher auf die Base gewesen. Ich wusste also nicht, was drin ist. Ich dachte mir, ich nehme ein bisschen was zum Aufräumen am Ende mit. Deswegen 4 Bogies und ein Lucky am Ende noch mit dabei. 2 Golems, 8 Valkyren, 16 Hogs. Erdbeben dachte ich, passt hier auch wieder ganz gut, um einfach einiges aufzumachen. Und gucken wir es uns mal an, wie es gelaufen ist. Hier. Von der Death fast Max, wenn ich es gerade richtig sehe, nur die Expos sind nicht Max. Ich habe hier wieder relativ viel aufgemacht. Die Helden sind quasi weg von, oder zumindest ein bisschen weg von der Seite, von der ich eigentlich angreifen will. Beziehungsweise, ja genau, weil die Walküren ja reingezogen werden. Die Walküren gehen auf Helden, werden von denen quasi magisch angezogen und das kann man ja nutzen. Man kann ja sagen, man möchte die Valkyrien möglichst weit rein, man möchte möglichst die Bomben mit erwischen. Ich hatte ja welche angemalt. Ich mache noch mal Pause vielleicht, noch mal zur Erinnerung. Ich hatte gedacht, hier sind Bomben und hier sind Bomben, glaube ich. Und jetzt
habe ich gesehen, okay, hier sind Teslas. Das ist natürlich für den Anfang erstmal nicht so schön, aber die Walküren gehen da einfach im Moment zumindest durch wie Butter und da ist gar kein Problem dabei. Jetzt sind sie in der Mitte, machen da auch noch mal einigen Schaden und hier gehen ein paar von meinen Hocks sogar durch die Bombe. Die werden nicht von den Walküren getriggert. Vielleicht hätte ich auch einfach noch ein bisschen warten können. Das wäre vielleicht noch schlauer gewesen. Auf jeden Fall, ich habe noch ein paar Hocks. Hier gehen noch ein paar Skelette rein, für die ich in diesem Fall jetzt nichts dabei habe, weil ich kein Gift, glaube ich, dabei hatte. Die Hocks müssen da also alleine durch, müssen schnell die Devs wegmachen, weil sie wenig Support bekommen, wenig anderes dabei ist, was ihnen die Skelette vom Hals halten könnte. Die Queen hat da jetzt ein bisschen eingegriffen, das war sicherlich sehr hilfreich. Und der Golem lenkt relativ viel ab, das hilft auch. Deswegen, alle Dev tot, noch ein paar Hocks übrig, ein paar Magier übrig zum Aufräumen. Das ist ein schöner Kampf gewesen. Ich war sehr froh nach diesem Kampf und mochte da schon Govaho. Hab dann weitergemacht. Wir können mal gucken. Welchen machen wir? Genau, ich habe dann mit einem weitergemacht, der Queen Walk und Valkyren war. Der lief nicht so gut, aber die Base ist, finde ich, auch gut. Die Base ist gut, die Helden sind hoch, die Def ist max. Ich habe da 70% geholt für den ersten Angriff. Habe ich das auch mal durchgehen lassen? Oder gucken wir uns den an? Gucken wir uns den an. Vielleicht gucken wir uns den auch an. Ich bin heute gut drauf. Wir machen das mal. Und zwar war der hier. Ich mache den einfach mal im Schnelldurchlauf, zumindest mal auf zweifacher Geschwindigkeit. Der Plan war hier von der Seite mit dem Queen Walk rein, weil hier einfach wenig an Death ist, also wenig Single Target Death da ist, die meiner Queen schaden könnte. Deswegen dachte ich, mache ich das mal so. Sie hat Zeit, sich mit dem Lava ein bisschen abzufinden, abzugeben. Und von oben kommen jetzt meine Golems rein, ein paar Magier dahinter. Die Mauerbrecher haben hier nicht gut funktioniert. Also vielleicht war das auch ein Problem, dass diese Mauerbrecher nicht wollten. Aber naja, die Vikes sind trotzdem relativ schnell rein. Mit einem Sprung hier wollte ich sie eigentlich zur Seite haben. Ein bisschen Heil drauf, damit sie ein bisschen überleben. Und dann ein paar Hocks. Allerdings hatte ich nur sehr, sehr wenige Hocks. Hier ist natürlich, der X-Bow ist außerhalb der Reichweite. Der ist genau einen zu weit entfernt. Und irgendwie ist jetzt nichts richtig ordentlich in der Mitte. Queen kann ich noch zünden, aber die Mauern sind hier auch einfach zu stark. Gegen solche Mauern, irgendwie, wenn man keine Sprünge mehr hat, wenn man keine Mauerbrecher hat, was soll man da machen? Aber ich wusste vorher nicht, wo die Bomben sind, deswegen war das vielleicht so ganz gut, einfach ein bisschen sicherer auf 2 zu gehen. Dafür ist ja irgendwie alles mit Queen Walk am Rathaus vorbei und dann irgendwie noch ein bisschen Schaden drauf, ist da ganz gut. So, wo sind denn die zweiten Angriffe? Hier ist der zweite von Mrs. Furious auf die 14. Und ihr seht wieder Govaho, diesmal mit 10 Walküren, ein paar weniger Hocks. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war hier eine Bombe, eine Doppelbombe. Und hier vielleicht. Ich glaube sowas. Was ist der Plan? Der Plan ist, ich habe einen Sprung dabei. Der Plan ist, möglichst hier den Sprung zu setzen, damit ich in diesen Bereich hier komme, in diesen Bereich hier komme und aus diesem Bereich hier rauskomme, weil ich hier mit zwei Golems ran wollte, paar Magier dahinter, hier auch. Mauerbrecher hier aufmachen und dann, dass alles in die Mitte geht. Wenn das soweit ist und die Bomben weg sind, dann halt Surgical Style die Hocks setzen.
damit die Dev erstmal in der Mitte quasi konzentriert bleibt, da auf meine Golems, auf meine Helden, auf meine Valkyren schießt und die Hogs in Ruhe von außen alles aufbauen können. Ich mache auch den hier mal ein bisschen schneller. Hier kommen die Golems, wie gesagt, die Mauerbrecher, damit alles hier schön reingeht. Dann die Helden hinterher. Ich wollte hier unbedingt, dass die CB rauskommt, bevor meine Valkyren reinkommen. Die Valkyren kommen hier rein, kommen in den Wut, laufen in die Mitte, rasieren quasi die Def in der Mitte und hier kommen noch die Hogs rein. Die Hogs werden geheilt, die Hogs laufen außen rum. Die Valkyren sind hier auch noch da, wie ihr seht, ziehen auch einiges an Schaden auf sich und die Hogs können ungestört durchlaufen. Die Hogs bekommen hier nicht viel ab, laufen auch noch in den Heil rein, der auch für die Valkyren da war. Das heißt, hier zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das ist ja immer schön und hilft dabei auch. Die Queen ist noch nicht mal gezündet. Ich habe noch einen Giftzauber über. Ich habe einiges an Hogs über. Ich habe eine Walküre über. Ich habe Magier über. So soll das sein. So macht das Spaß. Wie ihr merkt, ich bin relativ gut drauf, weil das einfach ein schöner CW war. Das war ein anstrengender Gegner. Die hatten Basen, die nicht so einfach waren. Und wir haben trotzdem ordentlich was gerissen. Und ich bin mit meinen Kämpfen natürlich auch sehr zufrieden. Wir haben denn jetzt noch einen Kampf, und zwar auf die 13. Auch hier, es ist nicht so ganz klar, wie ich den angreifen soll. Ich habe von einem Clankameraden von mir die Taktik abgeguckt. Wenn man die Doppelbomben weiß, dass die hier sind, dann ist das auch wieder ganz, ganz eindeutig ein Go-Wa-Ho. Ich kann die Valkyren, die Queen ist hier, der King ist hier. Die Valkyren, wenn ich hier reingehe, die Valkyren hier reinsetze, die wollen hier hin, die wollen diesen Bereich. Und wenn ich sie lasse mit einem Sprung, dann machen sie da alles platt, die Bomben sind hinüber, die Helden sind hinüber und die Hogs können ihre Arbeit verrichten. Ich habe hier mit 18 Hogs gearbeitet. Manchmal sind vielleicht ein paar Hogs mehr gut. Ich würde immer so 6 bis 8 Valkyren. In Ausnahmefällen, wenn man wirklich mehr dafür bekommt, vielleicht 10 Valkyren, Hogs so 14 bis 20 machen. Es kann auch Basen geben, wo man sagt, ich brauche so viel von den Valkyren oder ich kann mit denen so viel machen, dass ich nur 10 Hogs brauche oder sowas. Das muss man dann sicherlich von der Base abhängig machen. Aber hier, Entschuldigung, habe ich ja außenrum noch relativ viel Def, deswegen eher mehr Hogs. Genau. Der Einstieg, wie gesagt, von der Seite. Ein Golem guckt hier einfach, welche Def abgelenkt werden muss. Ich möchte am liebsten eins von diesen beiden Gebäuden weg haben und von diesem hier was weg haben, weil meine Valkyren sonst dahin gehen. Hier hinten, hier stehen keine Gebäude nah aneinander, aber ich möchte vielleicht auch schon ein bisschen funneln. Das heißt, eigentlich müsste dieser Turm abgelenkt werden und dieser Magierturm, wobei beides nicht in der Range von dem hier unbedingt ist. Deswegen kann ich einen Golem hier setzen. Hier die Kanone und der Bogiturm müssen abgelenkt sein. Das sind sie von dem Golem und dann kommt hier ein Magier rein. Überlegt euch immer, wo die Golems hinlaufen würden. Wenn ich ihn hier setze, hätte ich gedacht, läuft er hier hin. Vielleicht läuft er hier hin, wie auch immer. Und was ist damit abgedeckt? Dieser Turm mit etwa so einem Radius schießt eventuell nicht drauf, wenn der Golem an der einen Stelle steht. Dieser Minenwerfer hat vielleicht hier seinen blinden Fleck und dann hier seinen richtigen Fleck. Da muss man gucken, wo welches Gebäude hinreicht, damit die Magier nicht abgeschossen werden. Die helfen euch am Ende. Deswegen achtet da ein bisschen drauf. Jetzt also kommen ein paar Magier. Ich verliere in diesem Fight wenig Magier, wie ihr seht, zumindest in dieser Phase noch. Und das ist wirklich hilfreich. Jetzt gehen die Golems natürlich in die Mitte. Und deswegen wird einiges jetzt von den Magiern am Ende doch abgeschossen. Aber ich habe auch relativ viel schon wegbekommen.
Hier kommen die ersten Doppelbomben. Der King geht rein. Der King wird natürlich von den Walküren sofort platt gemacht. Mein King gezündet, damit er auch mit zur Queen vielleicht noch geht. Die Walküren sind auch weiter in der Mitte, nehmen sich die Mitte vor. Der Golem schießt, triggert jetzt die Bombe. Ich habe jetzt hier von rechts gesetzt, weil rechts irgendwie mir mehr Def abgelenkt zu sein schien am Anfang. Jetzt werden einige Hogs relativ low, deswegen ein Heilzauber, in den sie reinlaufen können, wo sie hochgeheilt werden. Ich habe jetzt ein paar Skelette, aber ich habe diesen Lava auch, habe versucht, irgendwie möglichst viel gleichzeitig mit diesem Gift hinzubekommen, dass wenn die Hogs rüberlaufen, die Skelette eventuell in den Gift laufen. Ich glaube, es hat nicht alles geklappt, aber am Ende sollte es auch so gehen. Hier war natürlich das Problem, dass die Lava-Puppies jetzt auf meinen Hogs waren. Ich hatte zum Glück noch viele Hogs. Das ist aber echt wirklich beim Lava manchmal ein Problem. Das hat man eigentlich nicht gerne, weil sich die Hogs natürlich nicht wehren können. Sie können irgendwie nichts tun. Sie können ihre Hammer nicht nach oben werfen. Deswegen ist es gut, wenn hier die Bogies zur Unterstützung kommen und die Queen. Jetzt sind die Puppies weg. Jetzt sind die Hogs vollkommen unangetastet. Die Bomben sind alle weg. Das heißt, wenn jetzt nicht noch ein paar Teller fallen kommen, dann war es das für die Base. Dann machen wir die platt. Genau. Das war ein schöner CW, finde ich. Zumindest für mich sehr erfolgreich. Das hat viel Spaß gemacht. 11 Sterne bei 4 Angriffen. Auch wenn ich quasi nicht immer neue Sterne geholt habe, aber 3x3 Sterne, einmal 2 Sterne. So gefällt mir das, so kann das weitergehen. Und es tat ganz gut, auch mal zumindest einfache Anti-Dreier-Dörfer sich vornehmen zu können und rasieren zu können, wie der Ötzi schön sagen würde. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Govahof-Fights gesehen, habt ein bisschen gesehen, wie man variieren kann, wie man vielleicht die Dinge plant. Wenn ihr da mehr von sehen wollt, dann sagt einfach Bescheid. Ich würde mich freuen, wenn ihr schreibt oder mich liked oder was auch immer und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.